meine Kleinen. Kommt zu Papi. Hallo? Mein Freund. Hallo? Unser junger König, er hat eine Frau. Wo hat er die denn her? Vielleicht vom Baum gepflückt. Was haben wir denn hier? Urtica dioicae. Auch bekannt als die gemeinen großen Brennnesseln. Ja, interessant. Guten Tag, große Herren. Möchte sie sich ein Stück vom Kuchen meiner Regierung abschneiden? Oder möchte sie nur ihrem Mann helfen, den ich befehle? Sie spricht nicht mit einem niederen Erzbischof. Zurück! Zurück! Sie kann nicht sprechen. Bitte was? Sie kann nicht sprechen. Sie ist stumm. Sie wird meine Frau. Was macht denn seine Frau? Frau, dort in der Kammer? Vielleicht etwas Geheimes? Sie nennt Brennnesseln, ja. Ah, es macht ihr Spaß, sich Blasen an die Finger zu nähen. Nun gut, ich könnte mir Angenehmeres vorstellen. Aber wenn das so ist, dann kann ich ja nur sagen, gute Nacht! Bereitet etwas vor. Ich merke es. Ich werde sie beobachten lassen. Ja, es ist nur zu seinem Besten. Wahrscheinlich strickt sie sich eine Leiter, um auf den Thron zu klettern, der mein ist und den ich nicht teile. Nicht euch zwei und schon gar nicht mit dieser Prinzessin. Ich bin der König und meine Frau wird mich beobachtet. Ja, aber Entschuldigung, er hat auch selbst gesagt, sie tun nichts Geheimes. Was ist schlimm daran, wenn ich sie ein ganz kleines bisschen beobachten lasse? Wenn ihr so misstrauisch seid, dann beobachtet sie. Ihr werdet nichts finden. Sie ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Und sie liebt mich. Hat sie es ihm gesagt? Ich habe es gesehen. Ho, 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 ho! Er hat es gesehen! Was machen wir denn da? Geh da! Was? Geht! Zur Kammer der Königin und sagt mir, was sie da tut! Alles muss anders werden! Ja! So, junger König, passe einmal auf! Dina, berichtet noch einmal! Sehr gerne, meine Stimme! Sie hat ein Lied gesummt. Ja! Sie bereitet etwas vor! Sie plant Geheimes! Kopf ab! Ja. Nein! Aber wenn es wahr ist, dass sie gesummt hat, dann hat sie eine Stimme. Dann ist sie nicht stumm. Und dann hat sie gelogen. Und dann, oh mein Gott, dann liebt sie ihn ja auch gar nicht. Diener müssen sich verhört haben. Gut. Gehen wir zur Kammer und hören, ob es wahr ist. Was soll ich schon los? Tja, junger König, der das Land erst seit kurzem regiert. Er hat selbst gesehen, das Mädchen liebt ihn nicht. Er bringt ihn um. Auf den Schlosshof. Geheimes geplant und geschrieben, obwohl
gemacht.